klein wenig Selbstmord und sehr, sehr vielen Angriffen, die ich eigentlich nicht so machen wollte in der Form, kriegen wir jetzt noch eine Super. So, jetzt zerlegen wir ihm so viel wie möglich, weil der kann in der Runde sowieso nichts chargen, weil seine eigene Super noch aktiv ist. Dinger sehen so aus wie Drohnen. Also gut, den Laser hier muss ich auf jeden Fall wegmachen. Also der hat seine Blindspots von der Seite und von oben. Die beiden Jäger lasse ich da jetzt einfach mal stehen. Ja, das... Oder? Ja, bin es nicht sicher. Ich könnte sie beide wegmachen. Wäre, glaube ich, fast klüger, wenn ich die noch wegmache. Eine Runde überlebt Sammy noch. Vor allem, wenn ein Jäger kann ich eher ja reinschicken. Aber ich brauche die Jäger momentan auch mal als Schild, damit die Anti-Air da nicht in den Bomber reinrennt. Nachdem der Laser weg ist, kann ich hier jetzt stehen bleiben. Die Todeszone habe ich damit nämlich ein klein wenig verringert. Allerdings aus dem Streifen sollte ich raus. Moment mal. Okay, ja, der ist da unten. Ich wollte nur noch mal schauen, wo genau der zweite Laser steht. Okay. Passt. Prozent ist besser als nix. Damit sind seine zwei Bomber nämlich mehr oder weniger außer Gefecht. Was du mit den Städten da drin machst, ist mir ziemlich egal. Bei Sammy geht's mir nur darum, dass mindestens eine Einheit überlebt. Das ist alles. Oh, das ist ja süß. 4 HP hat er mal runterschießen können von meinem Jäger.
Helikopter runterschießen. Geben wir ihm nächste Runde wieder seine Super Co-Power. Der setzt sie ja so gern ein. Wir kennen unseren Adder ja. Den Raketenwerfer kann ich da eigentlich stehen lassen, der stört mich nicht sonderlich. Damit er auch ja seinen Powerbar voll kriegt. Wenn er nicht eh schon wieder längst voll ist. Oh, der ist sogar noch nicht mal ganz voll. Ach, Moment, wenn er nicht ganz voll ist, dann warte ich einfach. Ja. Es ist eine Power weniger, die er macht. Zu gern würde ich ihm jetzt den Bomber hier noch runterschießen, aber ich lasse das jetzt einfach. Hm? Was hat der? Ja, war nix. Nur dass die... Es war nur das erste Mal, dass eine Orange Star Truppe direkt neben der Green Earth Truppe gestanden hat. Da gibt es einen kleinen Dialog. Mehr ist das nicht, dass sie Kontakt mit den Truppen aufgenommen haben. Jetzt ist seine super voll. Jetzt kann ich ihm einmal so hart aufs Maul hauen, wie ich will. Nächste Runde kommt er sowieso eine super. Und ich muss noch eine super chargen. Also eine brauche ich noch. Also entweder noch eine super oder ich besorge mir hier nochmal für den letzten... Schieß mal einen Bomber runter. Für den letzten Laser könnte ich mir auch noch einen zusätzlichen Bomber besorgen. Das ist die Alternative. Nachdem meine beiden Bomber ja immer noch intakt sind, können sie die Laser One-Hitten. Ich muss bloß vor der ATR hier jetzt aufpassen. Theoretisch könnte ich mit jedem Bomber jetzt Kamikaze gehen, wenn ich die dann nachher nicht mehr brauche. Dann könnte ich es ja theoretisch auch mit dem Lightning Drive machen. Apropos Lightning Drive, der ist gerade wieder gecharged.
viel Schaden kriege ich noch den? 87. Ich hab's. Wieso komme ich nicht gleich auf die Idee? Ich block ihn einfach. Ich brauche den Jäger gerade nicht mehr wirklich. Der eine Kopter mit 4 AP, den kriege ich mit den restlichen Jägern ja auch noch locker runtergeschossen. Dann habe ich übernächste Runde gewonnen. Jupp. Übernächste Runde. Erstmal stehen bleiben. Und irgendjemand hat mich gerade auf Facebook angeschrieben. Mach mal Edda. Oh, ich habe ja nicht mal genug Kohle für den Bomber gerade. Aber gut, dass man das ändern kann. Habe ich eigentlich irgendwelche Einheiten verloren? Nö, ich habe noch keine Einheit verloren bis jetzt. Habe noch perfekten Technik-Score. Und ich dürfte sogar noch welche verlieren. Na, die beiden hätte ich auch joinen können, sehe ich gerade. Okay. Den noch weg. Oh, habe ich den jetzt zu weit? Ah, nee, Gott sei Dank. Hätte beinahe geglaubt, dass ich ihn in die Missile-Reichweite bewegt hätte. Wahrscheinlich Days of Ruin-Syndrom, weil in Days of Ruin haben die Missiles noch einen Punkt Reichweite extra. Einmal, weil wir es können. Und weil es eh die letzte Runde ist. Das ist das Tolle an Zany.
Während ihrer Cow-Power sind ihre Infanterieeinheiten einfach mal richtig krass. Gut, während ihrer Super sieht das nochmal ein bisschen anders aus, da haben die Biester 80% extra Feuerkraft. So, Edda, mach deinen letzten Zug. Was meinst du, soll ich den Zug einfach mal ein bisschen skippen, also einfach mal das Ganze in ungefähr fünffacher Geschwindigkeit ablaufen lassen? Okay, mach mal. So, so schnell kann ein Zug vorbei sein. Ich dachte mir, ich erspare uns mal ein bisschen was. Dieses Blitzlicht bräuchte ich zwar jetzt eigentlich nicht, aber es ist stylischer, das Ganze mit einer Cow-Power zu beenden. Einmal. Zweimal. Fertig. Yay. 300 Points. Tammy und Eagle, bestes Team ever. Schade, dass die hier noch keine Tech-Power machen können und so. So, mindestens eine muss ich noch machen, bevor ich in die Fabrikmission komme. Oh. Da hat Skype gerade abgeschmiert. Ja, mein Internet ist auch gerade irgendwie abgeschmiert. Dabei ist es noch nicht mal halb 11, sondern erst halb 9. Na gut. Ja, jetzt ist alles endgültig weg. Okay, ich beende hier jetzt einfach mal die Aufnahme. Mehr wollte ich heute eigentlich sowieso schon gar nicht mehr machen. Jetzt kann sich zwar Kenji nicht verabschieden, aber fühlt euch von ihm fühlt euch so, als hätte er sich von euch verabschiedet. Weil jetzt verabschiede ich mich von euch. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.